Alle wollen Gewinner, das ist ja ein Grundsatz, den mir von klein auf schon eingebläut worden ist. Hey. Alle wollen Gewinner. Also ich mag Niederlagen grundsätzlich einmal überhaupt nicht. Und ich liebe sie. Gleichzeitig. Ab einem gewissen Niveau sind alle gut. Warum sind es dann manche, die immer wieder gewinnen, die Voraussetzungen schaffen, dass man in einem extrem komplexen Ablauf die Chance hat, mit vielen anderen Menschen zusammen erfolgreich zu sein? In dieser Podcast-Folge haben wir Eishockey-Legende Dieter Kalt zu Gast. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Hochleistungssport bietet Dieter Einblicke in die Themen Leadership, Mindset und Teamwork. Sein Ziel ist es, Menschen zu motivieren und zu inspirieren, ihre Träume zu verfolgen und persönliches Wachstum zu erreichen. Ja, Dieter, freut mich, dass wir heute mal miteinander sprechen. Wir haben jetzt schon ein bisschen was miteinander zu tun gehabt und was ich ja sehr, sehr spannend finde, was du schon alles gemacht hast in deinem Leben. Du warst Eishockeyspieler beim KAC, du warst in Los Angeles, du warst mehrfacher österreichischer Meister, schwedischer Meister, Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft, ja. Du warst Torschützenkönig bei der Weltmeisterschaft 2008, du warst da auch Stürmer des Turniers, du warst Trainer der U20-Nationalmannschaft, Nachwuchsleiter beim KAC. Du hast schon viel erlebt, oder? Ja, da sind ein paar Stationen dabei gewesen. Richtig, aber gut, dass du das wiederholst, dann erinnere mich wieder an viele Stationen. Also das kommt halt heraus, wenn man ein ganzes Leben in seiner Leidenschaft eigentlich verbringt, mit allen Höhen und Tiefen. Jetzt bist du ja Coach, Keynote-Speaker, Trainer, Berater für Unternehmen. Was hast du denn aus deiner Zeit, aus deiner aktiven Sportlerzeit da jetzt mitgenommen in dein aktuelles Business? Das Glück, das ich hatte während meiner aktiven Zeit, dass ich in einer Organisation in Klagenfurt aufgewachsen bin, wo Gewinnen normal war, wo nicht drüber geredet wurde, sondern am Ende des Jahres spielst du einen Titel. Und das war von klein auch so, im Nachwuchs wie bei den Profis. Und das hat sich irgendwie durch meine ganze Karriere gezogen. Alle Stationen, die ich durchlaufen bin in Deutschland, dass die Adler Mannheim waren oder den Färjestad in Schweden oder die Vienna Capitals oder Red Bull oder überall, wo ich hingekommen bin, waren das Organisationen, die einen hohen Anspruch gehabt haben, aber auch ganz besondere Werte vertreten haben dabei. Nicht nur einfach gewinnen, sondern wie sind wir, wie wollen wir gewinnen? Und je älter ich geworden bin, haben sich meine Rollen in diesen Teams natürlich verändert. Ich war erst der junge Spieler, der Rookie. Dann war ich einmal einer der Mitläufer, dann war ich einmal der Leistungsträger und dann bin ich mehr und mehr zum Kapitän geworden, zu dem Vermittler zwischen der Führungsebene, zwischen dem Management, dem Coaching-Staff und den Spielern. Das war immer schon ein Talent von mir, weil das habe ich von klein auf zu Hause mitbekommen. Mein Vater war damals schon Funktionär und Präsident des österreichischen Eishockeyverbandes, also praktisch mein Vorgesetzter im Nationalteam-Kontext. Und ich habe immer schon alle Welten verstanden. Und verstanden, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt und unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Und manchmal redet man komplett aneinander vorbei. Und viele haben keine Ahnung von dem, was am Spielfeld und in der Kabine passiert. Und die in der Kabine haben wiederum keine Ahnung, was anderswo passiert als andere Perspektiven. Aber es wird fest geschimpft in alle Richtungen. Und alle haben den suchenden Fehler woanders. Das klingt ja wie Unternehmertum. Das klingt, ja genau. Und das ist eben genau etwas, was mich dann auch zu dem bringt, was ich jetzt mache. Wenn du in Championship-Organisationen die Chance hast zu spielen, dann musst du selbst gewisse Dinge mitbringen. Dann ist eine ganz bestimmte Art und Weise, wie rekrutiert wird und was Leadership und Mindset bedeutet. Weil ab einem gewissen Niveau sind alle gut. Warum sind es dann manche, die immer wieder gewinnen, die Voraussetzungen schaffen, dass man in einem extrem komplexen Ablauf die Chance hat, mit vielen anderen Menschen zusammen erfolgreich zu sein? Und viele Jahre habe ich gedacht, na, das hängt von mir ab, ist ja klar, überall wo ich hinkomme, habe ich eine Chance, Titel zu gewinnen, weil ich so gut bin. Ich bin eines Besseren belehrt worden. Ab einem gewissen Niveau siehst du sehr schnell, puh, du bist der Spezialist, du musst etwas außergewöhnlich gut können. Du hast nämlich andere Leute dabei, die sind auch außergewöhnlich gut in ihren Rollen. Und sie bekommen diese Rollen auch. Und die Art und Weise, wie sie behandelt werden,
und wie wir zusammenarbeiten, dass jeder sein Bestes bringen kann. Das ist das Geheimnis und das ist Leadership auf mehreren Ebenen, hat mich extrem interessiert, weil ich sehr begrenzt war in meinen eigenen Möglichkeiten, also musste ich verstehen, was kann ich beeinflussen, wie kann ich andere besser machen, um selbst mehr erfolgreich zu sein. Und dieses Denken, wie Coaches denken, aufgrund der Erfahrungen von über 30 Jahren, ich habe mit hunderten Menschen zusammengearbeitet, unter Extremsituationen, unter Anführungszeichen, also mentalen Belastungen, Siegen, Niederlagen, High-Pressure-Umfeld, wie man so schön sagt, im Sport. Da muss es schnell gehen, da hat man nicht viel Zeit nachzudenken, sondern muss Action, Action und Gamma, Gamma und weiter, was können wir besser machen. Und wer da ein Negativfaktor ist, wenn da irgendwas nicht passt, dann ist das ganze Projekt sofort erledigt. Man hat keine Chance, ob das bei Weltmeisterschaften ist, aber auch natürlich im Saisonkontext von Profimannschaften. Und da konnte ich praktisch schon in diesem Schnelldurchlauf lernen, wie andere Menschen gleiche Situationen erleben. Andere Hintergründe, andere Persönlichkeiten, andere Emotionen, Dinge, die mich überhaupt nicht belastet haben, die andere komplett fertig gemacht haben. Man lernt, verschiedene Perspektiven einzunehmen und dann nachzudenken, okay, wenn ich erfolgreich sein will, was kann ich machen, um die Person neben mir besser zu machen? Und dann dieser Wechsel in das Coaching, in die Coaching-Rolle dann, als erfahrener Spieler, wo ich ja von so vielen Menschen lernen durfte während meiner Zeit, manche, die ich überhaupt nicht gemocht habe, manche, die total meinem persönlichen Empfinden entsprochen haben und manche, die einfach nur Wege gefunden haben, damit es funktioniert für die Gruppe, die sie vor sich haben. Mhm. Das dann umzusetzen, war natürlich eine große Herausforderung. Und dann die nächste Ebene zu überlegen, was möchte ich für eine Organisation formen, die Menschen gibt, die Möglichkeit gibt, sich bestmöglich zu entwickeln, dass es einen Spaß macht. Dass wir aber zusammen erfolgreich sein wollen, weil alle wollen Gewinner, das ist ein Grundsatz, den mir von klein auf schon eingebläut worden ist, hey, alle wollen Gewinner. Mhm. Das heißt, was heißt es, ein Gewinner zu sein? Was kann ich bauen? Und das übersetze ich jetzt in den Business-Kontext, in den Themen Leadership und Mindset auf persönlicher Ebene, aber auch im Kontext von, was können wir machen, um unser Unternehmen nach vorne zu bringen. Aus deiner Sicht, was machen denn viele Firmen falsch, wenn es ums Thema Leadership geht? Ich glaube, das kann man pauschal schwer sagen. Also ich habe da keinen Ansatz oder kein Schlagwort, das ist es, was du machen musst und damit alles besser. Es ist alles sehr individuell. Mhm. Es hängt immer von den handelnden Personen ab und von dem, was man will, wo man sich wohlfühlt. Was ich allerdings merke, ist, dass es sehr viele Menschen, jeder ist nur Mensch. Egal, ob es der CEO von einer riesigen Firma ist oder ob es der einfache Angestellte ist oder Jugendlicher im Sport. Wir werden eigentlich alle von den gleichen Dingen angetrieben. Wir wollen Anerkennung, wir wollen uns gut fühlen, wir wollen Spaß haben, wir wollen das Gefühl haben, dass wir beitragen können, dass es einen Sinn macht, was wir machen. Und nicht einfach nur stupide irgendwas abarbeiten und nach der Pfeife von anderen tanzen. Ja, das kann man eine Zeit lang machen und man muss viele unangenehme Dinge auch immer wieder mal machen. Das ist bei allem dabei, aber unterm Strich gibt es gewisse Faktoren, die überall anwendbar sind. Und wenn ich irgendwo hinkomme und Leute kennenlerne, in die Augen schaue und sehe, was da für Energie ist, dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl, wie der Hase läuft. Man muss die Leute nur beobachten. Wenn ich sehe, dass ein unglaublich fähiger Chef im Technischen, von seinem Wissen her, von seiner Kompetenz her, in die Firma hineingeht, in der Früh mit dem Kopf nach unten und vor lauter Nachdenken, was am ganzen Tag passiert, vergisst irgendjemand in die Augen zu sehen, dann ist das meistens etwas, was dann durch die ganze Firma zieht. Und was sagst du, aber da passt irgendwas nicht. Wir schauen den Leuten nicht in die Augen. Wo fängt es eigentlich? Also es gibt so viele verschiedene Aspekte. Ist extrem spannend, weil Leute, die zu mir ins Coaching kommen, die kommen aus ähnlichen Gründen. Ja, sie wollen erfolgreich werden. Sie wollen vielleicht mehr Geld verdienen. Sie wollen beruflich aufsteigen. Aber gleichzeitig wollen sie eine Freude haben und merken, es gibt mehr im Leben als nur irgendwo arbeiten, 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 sondern es soll ein Lifestyle sein von Gesundheit, von Energie, von Freude, von Familie. Und diese Leute kommen zu mir und sagen, du kannst mal diese Aspekte vom Sport reinbringen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr im Sport recht viel Spaß gehabt habt und das war trotzdem, wie kann man diese Balance irgendwie finden? Gibt es überhaupt diese Balance? Und an dem arbeiten wir dann. Wir sind jetzt zum Beispiel im Thema Recruiting sehr aktiv, ja, und wir unterstützen ja Firmen, da die besten Talente zu finden für die offenen Stellen. Wie erkennst denn du High Performer? Was sind denn da so Indizien dafür? Also das Recruiting ist ein ganz eigenes Thema und ein schwieriges Thema, ist ganz klar. Unser Ansatz im Sport war immer der, dass wir Menschen über längeren Zeitraum beobachtet haben.
wenn es um gewisse Schlüsselpositionen gegangen ist, dann ist das ein Prozess gewesen, der oft über Jahre angehalten hat. Erstens einmal, wen haben wir in der eigenen Organisation, wo wir Ansätze sehen, dass wir dieser Person helfen können, diese Skills zu entwickeln, die dann diese eine Rolle bestmöglich ausfüllen. Um diese kleine Gruppe von besonderen Leadern, man eine ganze Mannschaft, eine ganze Organisation aufbauen kann über mehrere Jahre. Und dann, welche Positionen müssen vielleicht von außen besetzt werden. Und das zu hegen und zu pflegen und zu entwickeln, ist ein langwieriger Prozess, wo man sich sehr auf die Person einlassen muss. Und es gibt keine Garantie, dass das auch dann wirklich so funktioniert. Wir haben das immer sehr partnerschaftlich gesehen. So bin ich behandelt worden und so haben wir auch unsere Leute behandelt. Sagen, du, wir machen einen gemeinsamen Karriereplan. Jetzt helfen wir uns, weil wir wollen was von dir, du willst was von uns. Wir arbeiten zusammen, können wir erfolgreicher sein. Es hat sehr viel mit persönlichen Empfinden und mit persönlicher Hingabe von den Leuten, um die es geht, zu tun. Und ich glaube, diese Arbeit wollen sich schon einmal viele nicht antun. Mhm. Ich kenne die Schlagworte der heutigen Zeit. Ja, man kann sich auf niemanden verlassen und jeder will sich nur das Beste irgendwie rausholen. Die Jungen wollen immer arbeiten und so. Ich glaube, das ist komplett falsch. Ich glaube einfach nur, dass viele vergessen haben, was sie selbst auch nach außen darstellen, ob sie damit ein Magnet werden, junge Talente oder Menschen anzuziehen, die sagen, ich will mit dir zusammenarbeiten, ich will Teil davon sein. Das ist ein ganz wichtiger Teil und da fängt es natürlich ganz oben an, einmal in den Spiegel zu schauen und sagen, du, was wollen wir eigentlich, wie stellen wir uns da? Und dann die Hausaufgaben zu machen, ist sicher ein Prozess, der nicht von einer Woche auf die andere geht, weil wenn sich Dinge über Jahre eingeschlichen haben, weil es halt einfacher war, weil das Umfeld irgendwie positiv war. Und dann wird es auf einmal schwierig. Und dann hast du gewisse Standards vergessen oder die Standards zu niedrig in der Art und Weise, wie wir reden, in der Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, wie unsere Vision transportiert wird, warum wir eigentlich da sind. Dann ist das etwas, was ein Prozess auch wieder ist, aufzubauen. Wie gehst du denn persönlich mit Niederlagen um? Du hast ja sicher auch die ein oder andere Niederlage erlebt in deiner sportlichen Karriere. Wie ist denn so dein persönlicher Ansatz? Gibt es da irgendein Ritual oder irgendwas in die Richtung, wie du mit Niederlagen umgehst? Also ich mag Niederlagen grundsätzlich einmal überhaupt nicht. Und ich liebe sie gleichzeitig, weil ich weiß, dass aus der Geschichte, meiner persönlichen Geschichte, habe ich aus Niederlagen sehr schmerzhaft sehr viel gelernt. Auch wenn ich es im Moment gehasst habe wie die Pest, haben sich die größten Niederlagen als meine größten Gamechanger entwickelt. Aber nur deshalb, weil ich auch bereit war, aus den Niederlagen zu lernen und mein Hintern in Bewegung zu kriegen, um etwas zu ändern. Und nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu schimpfen, warum alles ungerecht ist und in diese Opferhaltung reinzugehen, sondern wirklich zu sagen, du, nächstes Mal besser, was kann ich machen? Wen brauche ich dazu? Was ist mein nächstes Level? Wie kann ich meinen Standard erhöhen? Es hat mir nach einer Verletzung zum Beispiel in 2001, Saison in Köln, mich verletzt, einziges Mal in meiner Karriere, wo ich 4 Monate verletzt war. Und das war für mich ein Riesenthema, weil ich gedacht habe, Mist, jetzt ist genau das passiert, was einen richtigen Schnitt in der Karriere bedeuten kann, weil ich habe hohe Ambitionen gehabt. Und auf einmal bin ich da mit Gipshand und kann zuschauen. Ich habe aber so hart trainiert in der Zeit, um wieder zurückzukommen. Und habe ein Umfeld gehabt mit einem Co-Trainer, der jetzt auch ein erfolgreicher Trainer, Coach im Eishockey nach wie vor ist, der mich so gepusht hat noch dazu. Keine Ausreden gelten hat lassen, wenn ich einmal schlecht drauf war. Wieder die Rolle des Coaches, right? Das ist selbst mit der besten Einstellung brauchst du jemanden hin und wieder, der dir in den Hintern tritt. Ich bin so stark zurückgekommen, dass sie in Topform war. Hat nichts geholfen bei den Kölner Haien, weil nach drei Spielen war die Saison vorbei. Als erster noch ein Grunddurchgang sind wir dann gleich ausgeschieden in den Playoffs. Das war ein Gemetzel, das war schlecht. Aber dadurch habe ich die Chance bekommen, zu meinem absoluten Traumclub zu gehen, zu Färjestad BK, dem Bayern München eigentlich im Eishockey in Europa, in Schweden. Und da habe ich meine beste Zeit gehabt. Da war ich Torschützenkönig, bin schwedischer Meister geworden. 2-mal im Finale, dann noch verloren in Spiel 6 und Spiel 7. Das war unglaublich. Ich habe mir selbst eigentlich insgeheim das gar nicht zugetraut. Was wollen die eigentlich von mir? Boah, das war allerhöchstes Level. Da habe ich so viel gelernt. Ha, wäre das passiert, hätte ich nicht diese riesen Niederlage eingesteckt? Wenn ich anders reagiert hätte und nicht so hart trainiert hätte, hätte ich die Chance nicht bekommen. Das ist nur ein kleines Beispiel. Und so ist meine Herangehensweise an Niederlagen. Immer Chancen erkennen. Ja, ich tue alles, damit es nicht eine Niederlage wird.
Aber es ist ein Unterschied, ob du verlierst oder ob du geschlagen wirst. Also, weil ich kann es anerkennen, wenn jemand besser ist. Hey, ihr habt mein Bestes gegeben. Ja, andere sind auch gut. Was kann ich machen, um besser zu werden? Aber zu verlieren heißt dann oft, dass du nicht dein Bestes gegeben hast. Mhm. Und mit dem lebe ich nur schlecht. Mhm. Was ich ja spannend finde, du warst ja dann auch natürlich in der Führungsrolle als Kapitän, aber natürlich auch in diversen Trainerfunktionen. Was ja für viele schwierig ist, andere zu motivieren. Also die Eigenmotivation ist das eine Thema, aber dann auch andere irgendwo mitzunehmen, anzuführen. Ja. Was sind denn da so deine Herausforderungen gewesen und wie bringst du denn das in die Businesswelt? Also andere zu motivieren ist ein heikles Thema. Man muss sich fragen, kann ich andere überhaupt motivieren, wenn die innere Motivation nicht da ist? Die innere Motivation, irgendwas zu erreichen, besser zu werden, einen großen Traum zu erreichen. Was ist es, was die Leute in der Früh aus dem Bett bringt? Wenn das nicht da ist, dann kann ich jemanden vielleicht kurzfristig wachrütteln, aber das schlaft dann relativ schnell wieder ein. Also wenn dieser innere Antrieb nicht selbst da ist, dann hast du langfristig eigentlich keine Chance. Was du allerdings sehr wohl machen kannst und was deine Aufgabe ist als Leader, wenn du in die Position kommst, wo ja du, wenn man das so plakativ sagen will, der Kapitän oder die Kapitänin des Schiffes bist, aber der Motor ist jemand anderer. Wie zum Teufel kriegst du den Motor zum Laufen? Da musst du dir andere Techniken anwenden. Du musst ein Bild malen. Mhm. Was ist das Gemeinsame? Das ist ja im Sport so extrem, wo du ein großes gemeinsames Ziel am Ende der Saison hast, aber vielleicht mit 30 Individuen zusammenarbeitest, die alle unterschiedliche eigene Ziele haben. Der eine will nur kurz, will gar nicht da sein eigentlich, hat den Job nehmen müssen, weil nichts anderes frei war zum Beispiel. Eine andere Person ist zufrieden mit dem, was sie hat. Die nächste Person ist am Weg in weit höhere Gefilde. Wie kriegst du das alles unter den Hut? Welches gemeinsame Bild kannst du zeichnen, dass sich alle committen zu gewissen Regeln, zu einer gewissen Struktur und sagen, hey, wir sind füreinander da, wir arbeiten zusammen, ich bin von dir abhängig, du bist von mir abhängig. Und im besten Fall sind wir beste Freunde. Ich habe Situationen gehabt in Teams, da waren wir wirklich beste Freunde und haben Meisterschaften gewonnen und haben Coaches gehabt, die haben gesagt, hey, lass sie machen. Wir haben die Leader innerhalb der Gruppe, wir müssen nur einen Rahmen vorgeben und nur eingreifen, wenn es irgendwo schief geht. Dann habe ich andere Coaches gehabt, die wollten hundertprozentig kontrollieren und haben alle in Schablonen gesteckt. Das war für manche perfekt, manche sind dabei eingegangen. So haben wir gar nichts gewonnen. Und dann haben wir Coaches gehabt, die haben gewusst, ich habe so viele Alphas in dem Team. Ich muss irgendwas finden, was diese Truppe vereint, dass sie sich respektieren und nicht gegenseitig zerhacken, weil wir sind so gut. Wenn wir das channeln könnten, dann fahren wir überall drüber, wenn alle das Gleiche machen. Aber wenn das Innere, die Machtkämpfe zu groß werden, haben wir keine Chance. Und dieser eine Coach zum Beispiel hat halt den Weg gewählt, dass er die Zielperson war des ganzen Hasses unter Anführungszeichen und die Mannschaft so zusammengebracht hat. Also es gibt viele Wege, die nach Rom führen, aber es schaffen nur wenige konstant Leute dazu zu führen, ein gemeinsames Bild zu entwickeln, wo nicht das Ego dann irgendwann einmal zu groß wird des Einzelnen. Mhm. Und ich habe da meine Denkweise geändert. Früher hat es geheißen, there is no I in team. So, also es gibt im Team, geht das Individuum unter. Ich glaube, das ist falsch gewesen. Es muss das Individuum im Team geben und dadurch, dass der Einzelne erfolgreich werden darf und kann, werden alle anderen erfolgreich, wenn wir wissen, in welcher Rolle eingesetzt wird. Mhm. Also dieses gemeinsame Reden, was hast du für ein Ziel? Okay, wie passt das ins Gemeinsame und was können wir für Partnerschaft entwickeln? Das ist jetzt der Weg, wo ich sehe, wie Mannschaften im Profisport, wo es auch um viel Geld geht und wo du genau weißt, ich brauche die Menschen da so. Weil ich bin als Trainer dahinter und kann nur zuschauen, in die Kamera lächeln, wenn das rote Licht angeht und kann mir denken, hoffentlich machen sie das, was wir jetzt das ganze Jahr trainiert haben oder was wir ausgemacht haben. Und oft ist es das Gegenteil und du bist halt nur Passagier. Also diese Kunst dann zu führen, das bringe ich auch in die Wirtschaft. Das macht mir sehr viel Spaß. Jetzt ist natürlich häufig so, dass ja Mitarbeiter Stärken haben, Schwächen haben. Ja? Und häufig, also was wir auch so wahrnehmen, wird halt versucht, immer an die Schwächen auszubessern. Es ist ja viel gescheiter, wenn man sich auf die Stärken konzentriert, oder? Also meine persönliche Geschichte ist ganz klar. Ich habe im Sport, hat mir mein Vater einen wunderbaren Rat gegeben. Da war ich ganz jung und ich kann mich so erinnern, als ob das gestern gewesen wäre. Er hat gesagt, du willst Profi werden, okay.
da müssen sich Leute auf dich verlassen können. Welchen Standard kannst du jeden Tag bringen? Was ist das höchste, niedrigste Niveau, das du bringen kannst? Weil das wird entscheiden, wo du spielen kannst. Nicht die Momente, wo du unglaublich bist, sondern die Momente, wo du richtig schlecht bist. Auf welchem Niveau bist du dann? Und wie können sich andere verlassen? Das hat mir so zu denken gegeben, weil ich habe recht schnell gemerkt, dass ich nichts Besonderes bin. Ich war nicht der Schnellste, der Stärkste, der technisch Beste. Ich habe einen hohen Standard bringen müssen in verschiedenen Aspekten. Und das hat mir ermöglicht, auf einem hohen Niveau zu spielen. Und dann habe ich eine Superpower gehabt oder zwei Superpower. Ich habe gesagt, da bin ich wirklich besser als andere. Deshalb kriege ich den Job, weil diese Rolle muss ich erfüllen und den Rest muss ich auf einen hohen Standard bringen. Also, was ich sehe da ist, je höher der allgemeine Standard ist, auf den man sich verlassen kann, ich kann darauf vertrauen, dass ich einen gewissen Standard jeden Tag bringe, ganz egal, ob das jetzt 3 in der Früh ist oder ob ich einen schlechten Tag gehabt habe, ob ich krank war oder irgendwas, schlechter als so werde ich nie. Dann weiß ich, ich kann in einer Truppe spielen, wo ich mich auf alle verlassen kann. Und wenn man einen guten Tag hat, wenn alles im Flow ist, Weltklasse. Aber entscheidend tun sich Meisterschaften dann, wenn es schwierig ist oder Erfolg dann, wenn die Krise kommt. Und da waren viele ja in den letzten Jahren sehr schlecht vorbereitet. Also das war mein persönlicher Ansatz, an den einfachen Dingen zu arbeiten, dass ich mich so darauf verlassen kann, hat mir Selbstvertrauen gegeben. Es hat mir Selbstvertrauen aufgebaut, weil ich wusste, ich kann das liefern. Das ist so mein Ansatz, dass ich verlässlich bin und diese eine super, war bei mir halt zum Beispiel Powerplay, dann torisch ist eine spezielle Rolle. Sehr abhängig von anderen, ich muss die Scheibe kriegen, aber wenn ich sie bekomme, dann habe ich zwei Chancen pro Spiel und dann muss ich jede zweite reinhauen, jede dritte reinhauen, dann bin ich in einem Prozentsatz, da geht es um KPIs wieder, wo ich weiß, ich bin verlässlich, ich bringe es nicht nur 3x10, weil andere können es auch, aber nur wenn sie im Flow sind, aber ich bringe 7x10 auch, wenn ich schlecht drauf bin. Und das ist das, wo ich sage, okay, wenn du in Championship Winning, ich rede jetzt nicht vom Mittelmaß, das interessiert mich eigentlich nicht, ich rede von denen, die Ambition haben, wie kann ich langfristig oben bleiben? Das habe ich immer bewundert im Sport. Wie schaffen es Organisationen, wie schaffen es Sportler, Sportlerinnen, über 20 Jahre in der Weltklasse zu sein? Und das sind dann die Kleinigkeiten, das ist ein Success Leaves Clues, wo du sagst, ah, schau mal, es sind keine Übermenschen, aber die machen gewisse Dinge nach einem Plan, die haben Coaches, die haben ein Umfeld, die schützen ihre Energie, Riesenthema, die wissen, wie sie sprechen, was sie ausstrahlen und wie sie andere mit an Bord holen. Du hast gerade angesprochen, Thema Umfeld. Ja. Es gibt so ein bekanntes Sprichwort, dass man sich quasi da noch entwickelt. Also du bist der Durchschnitt der 5 Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ja. Wie wichtig war dein Umfeld bei dir immer? Ja, das Um und Auf. Das wird mir mehr und mehr bewusst, je älter ich werde. Wo ich zu vielen Dingen inzwischen Nein sage. Auch zu Beziehungen zu Menschen, wo ich sage, na, keine gute Energie. Mein Fokus ist auf Familie, auf Businessaufbau, auf ein paar Buckets, auf ein paar Lebensbereiche, wo ich sage, okay, wenn es mir da gut geht, dann verläuft das Leben für mich und für die Familie gut. Umfeld extrem wichtig. Das hat dann große Wechsel auch im Laufe der Jahre ergeben. Freundeskreis hat sich verändert, Menschen, mit denen ich mehr Zeit verbringe. Vor allem mein persönlicher Ansatz war, da bin ich jetzt ganz offen, ich habe 40 Jahre im Sport gelernt. Und das war meine große Leidenschaft und ich bin extrem dankbar dafür. Und dann hat dieser Weg auch bewusst geendet, weil ich Interessen an vielen Bereichen habe und sage, ich möchte wachsen, mal weiterentwickeln und mein Weg führt jetzt einmal woanders hin. Wäre ich gedanklich und in allen meinen Beziehungen zu 100% in meiner alten, vertrauten Welt, in meiner Komfortzone geblieben, da wo ich auch angesehen bin als großer Sieger und Jahrhundertsportler und so weiter, dann hätte ich keine Chance gehabt auf Entwicklung. Da hätte ich eine Fassade aufrechterhalten. Ich habe mich in ein neues Terrain begeben müssen, ins Podcasten zum Beispiel, Medienausbildung, in Performance-Marketing, in Business-Aufbau, in Keynote-Speaking. Was heißt denn das überhaupt? Lauter Dinge, wo ich dann auch wieder als Lehrling begonnen habe. Allerdings mit einem riesigen Rucksack an Erfahrung und an Learnings aus einer Welt, die extrem lehrreich war und wo man so viel übersetzen kann. Und die Lernkurve war extrem steil, aber ich habe mich mit Leuten abgegeben und in Nähe gesucht, wo ich lernen konnte. Wo spielt die Musik? Wie reden die Leute? Wie denken die Leute? Was eigentlich meine eigenen limitierenden Glaubenssätze auflösen müssen. Und wieder, hey, schön am Boden, lernen,
arbeiten, was hat dich damals erfolgreich gemacht und das wieder anzuwenden. Und da war das Umfeld, ein Wechselfall des Umfelds, ja für mich lebensnotwendig und das lebe ich wirklich konsequent. Wie schaut so eine Zusammenarbeit mit dir aus? Du beratest ja viele Unternehmen, du machst, bist oft gebucht als Keynote-Speaker. Ja. Wie schaut denn so eine typische Zusammenarbeit mit dir aus und vor allem für wen ist das interessant? Ja, es gibt die drei Säulen. Einerseits ist eben diese Inspiration und dieses Storytelling und dann die Message des Kunden transportieren im Setting von einem Vortrag. Das geht jetzt immer mehr auch auf öffentliche Bühnen, so für Abendveranstaltungen zum Beispiel. Das ist eine große Herausforderung, weil es ein Handwerk ist, wo ich einen Anspruch habe, auch da Weltklasse werden zu wollen. Das zweite ist, dass ich 1:1 Coachings mache mit Leuten, die sagen, hey, ich will Champion werden in einem Lebensbereich von mir. Und nachdem wir nicht auf ein Ding zu reduzieren sind, gibt es, wenn ich alles ganzheitlich sehe, muss ich den Menschen erst einmal kennenlernen, sagen, wie passen wir überhaupt, weil das Reden und das Gefühl und das Tun sind unterschiedliche Dinge. Das heißt, ich habe einen Coaching-Ansatz, der sehr individuell ist und für jeden unterschiedlich, wo ich jetzt sagen kann, komm zu mir, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Ich arbeite aber nur mit Leuten, wo ich das Gefühl habe, dass sie wirklich was verändern wollen, weil was ich sehr oft erlebt habe, auch im Sport, dass Coaches kommen und dass die Einstellung von Sportlern auch ist, Coach, mach mich gut. Jetzt bin ich aber gespannt, was der Coach drauf hat. Wenn der eigene Wille nicht da ist, gell, dann kannst du als Coach auf und nieder springen, dann wird nie irgendwas funktionieren. Also die Zusammenarbeit ist einmal sehr auf dem aufgebaut, was will dieser Mensch unbedingt. Und dann natürlich sind meine Skills, meine Fähigkeiten auch wirklich passend, weil man muss ja wirklich sagen, manchmal passt es halt nicht. Dann gibt es viel bessere für eine gewisse Entwicklungsstufe als mich. Aber wenn diese Chemie passt, mal sagen, okay, jetzt setzen wir es hin und jetzt arbeiten wir. Und dann gibt es halt regelmäßige Sessions und verschiedenste Betreuungsmethoden und verschiedenste Intensitäten auch. Das passiert in dem 1:1-Coaching. Meine Zielgruppe da bisher sind Leute, die einen Einfluss haben, also die Entscheider sind. Und der Grund dahinter war ganz klar, wenn ich sage, du, was will ich wirklich bewirken können? Was, wenn ich mit meinen Fähigkeiten, dem, was ich lernen durfte, und gesehen habe, wie Leute berührt werden und wie das Leben verändern kann in dem Umfeld, aus dem ich komme. Was ist, wenn ich Leuten, die in Entscheidungspositionen bin, helfen kann, manche Entscheidungen ein bisschen anders zu treffen, selbst glücklicher zu sein, selbst mehr Energie zu haben, das für andere auszustrahlen, mehr Sinn hinter dem Ganzen zu sehen, was sie machen. Wie viele Leben würde das beeinflussen? Und das war mir so bewusst vor ein paar Wochen, wo ich mit der Chefetage von einem Weltunternehmen zusammenarbeiten durfte. Menschen, die über zigtausende Familien Entscheidungen treffen. Und ich hoffe sehr, dass diese Menschen nicht sich hinter nur KPIs verstecken, sondern die über Menschen so nachdenken, wie man das machen müsste. Da sagt, das ist Impact. Stell dir vor, ich kann ein kleiner Teil davon sein, da was verändern. Das würde mich persönlich glücklich machen, sagt, das macht Sinn. Dieter, vielen Dank für die sehr, sehr spannenden Insights. Ja. Wir haben in der Infobox den Link zu deiner Website. Wenn du dich für das Thema interessierst, wenn du mehr über den Dieter erfahren willst, dann schau da mal rein. Und ich kann das mir im Kino wärmstens empfehlen. Also wir haben jetzt schon ein bisschen miteinander zu tun und das ist schon einfach nochmal so diese externe Sichtweise, die du da reinbringst in so ein Unternehmen. Sehr wertvoll, ja, wirklich sehr wertvoll. Hast du zum Abschluss vielleicht noch irgendwie ein Schlusszitat oder eine Anekdote, die dir irgendwo hängen geblieben ist in deiner bisherigen Karriere? Also etwas, was sofort hineinspringt. Ich freue mich nur, dass es mehr und mehr zu sehen ist, dass Leute offen sind, um verschiedene Sichtweisen auch zuzulassen. Und oft braucht es diesen Tritt in den Hintern, diese Krise sozusagen, die wir als Gesellschaft die letzten Jahre ja durchlaufen, damit alte Strukturen aufgebrochen werden. Also insofern wieder da auch das Learning für mich. Wenn es nicht so schwierig gewesen wäre, dann wäre jetzt nicht so viel Interesse an den Learnings, zum Beispiel aus dem Sport, und dass man merkt, wir müssen uns doch mit den Leuten beschäftigen. Ist doch gut. Also alles Schlechte hat auch was Gutes. Immer wieder diese Wiederholung, und das ist das Abschlusswort von mir. Vielen Dank. Danke.